ist doch der Slogan, also die 300 Euro pro Hektar, die brauchen wir. Aber mit unseren Auflagen, da bleibt uns vom Acker. Das behindert unsere Wettbewerbsfähigkeit. Ja, warum zahlen denn die Verbraucher und letztendlich die Steuerzahler Geld an die Bauern? Doch nicht, weil die Bauern so tolle Helden sind. Wo ist die gesellschaftliche Gegenleistung? Also die gesellschaftliche Gegenleistung, Checkliste Cross Compliance 2011, hat jeder Bauer einzuhalten. 32 Seiten, gut, wenn man jetzt alle Produktionsverfahren hat. Also wir tun ja auch was dafür. Das ist schon, also die 300 Euro gibt es ja nicht blanko. Das ist das, was in den Betrieben auch kontrolliert wird und die Messlatte, für die wir das Geld bekommen. Ja, aber offensichtlich ist das eben zu wenig. Nein, Cross Compliance, ja, ich meine, wir kriegen da auch kein Geld, wenn sich jemand an die Verkehrsregeln hält, dann heißt es doch nicht, jetzt brauche ich aber Geld, weil ich ein anständiger Kerl bin. Ich meine, die Cross Compliance, mal ganz ehrlich, ist die gesetzliche Grundlage. Ob Sie dafür Geld morgen noch bekommen von der EU oder nicht, spielt gar keine Rolle. Das sind die ganzen Umweltgesetzgebungen, diese 50 Gesetzgebungen müssen alle Bauern, ob sie wollen oder nicht, einhalten. Das sind die Umweltregeln. Da kann man gerne drüber reden, ob das alles, das müsste man eigentlich immer mal durchforsten, da gebe ich Ihnen völlig recht, da gibt es viel Unsinn drin. Aber im Detail kann man wirklich über Sachen reden. Aber das sagen dass sich die Landwirte an Wasserrahmenrichtlinien halten müssen, an Tierschutzgesetzgebungen halten müssen und dass das irgendwann auch mal überprüft wird, das darf eigentlich keinen Bauern aufregen. Das ist nun mal so. Nein, an die Kontrollen hat man sich ja auch gewöhnt. Und die vorher am lautesten schreien, ich sag mal, wenn der Kontrolleur auf dem Betrieb ist, dann bist du mit dem alleine und dann musst du sehen, wie du da durchkommst. Und da kommt man auch durch. Ich wollte nur sagen, der Standard, den wir hier mittlerweile fahren, der ist ja schon nicht ohne. Und wenn ich jetzt in Bereich US noch reingehe, da war die Checkliste, dass ja über den rechtlichen Rahmen rausgeht. Die war am Anfang zwei Seiten, die ist mit Verläufe angucken. Wir haben in der Landwirtschaft, ausgehend von Holland, und Grenzen gibt es da auch keine, gibt es die Problematik, aber beileibe nicht so, dass man jetzt A sagen kann, es kommt ursächlich aus der Landwirtschaft und B, die Bauern sind an MRSA alleine schuld. Das ist natürlich auch für Verantwortliche einfacher zu sagen, die Bauern sollen weniger Antibiotika füttern, dann ist MRSA weg, als wenn ich das. Wenn ich jetzt sagen muss, ich muss in sämtlichen Gesundheitsorganisationen das Hygienemanagement nochmal überprüfen. Nehmen wir mal die Schweinehaltung. Wir sind ja gerne bereit, da Sachen zu ändern. Also jetzt mal für das breite Publikum: Vor 5 Jahren ist eine Impfung eingeführt worden, Zirkoimpfung beim Schwein, gegen auch eine multifaktorelle Erkrankung. Danach haben sich die Antibiotika-Einsätze in den Schweinemastbetrieben deutlich reduziert. Eine Wartezeit bei dem Antibiotika, dann kann ich mir das eigentlich ausrechnen, lohnt sich das jetzt für mich, die zu behandeln und noch 60 Tage zu füttern? Oder lasse ich sie vom Tierarzt einschläfern und führe sie dem Tierkörperbeseitigung zu? So, ja. Das ist wieder der andere Punkt. Aber in Ihrem Leben. Ja. Ja, und wenn ein Hähnchen 30 Tage lebt und es gibt und in dieser Studie, Da gibt es Betriebe, die haben bei den 30 Tagen, stehen die tatsächlich 20 Tage unter Antibiotika. Da kann doch was im System nicht stimmen. Und wenn ich sehe, dass man, ich meine, begebe mich auf die Fähigkeit, ich bin Berichterstatter des Europäischen Parlaments für das Thema Antibiotika. Dafür habe ich den Vorteil, ich kann immer noch sagen, ich bin Laie, ich habe es nicht besser gewusst. 50% der Antibiotika werden in der Tierhaltung eingesetzt. 50%. Und wir haben zurzeit noch eine Reserve an Antibiotika, was genau für diese Fälle noch im Schrank liegt. Man überlege sich die Dimensionen, und deshalb haben Sie ja völlig recht mit dem, was das billige Spritze wird uns da zu stehen kommen. Wenn es tatsächlich mal, wenn wir in die Situation kommen, und es gibt ja immer mehr, und das hat nicht nur was mit Krankenhäusern zu tun, wenn wir immer mehr in die Situation kommen, dass Antibiotika massenweise versagen, weil wir sie vorher nicht nur. Gebe ich gerne auch zu, human, auch bei Menschen, ja. Bei Humanmedizin wird mit Antibiotika. Einsatz bei Tieren hängt auch sehr viel mit Besatzdichte zusammen. Wie voll ist der Stall? So. Am deutlichsten war es bei der Südzucker, meine ich, da hatten wir vor 10 Jahren die Versammlung, haben gesagt, hieß es, in 3 Jahren haben wir die Genrübe und dann wird das alles einfacher. Dann ist auf Verbraucherstimmung reagiert worden und ist kein Thema mehr. Ist auch durch. Ja, das ist ja, da hat der Bauernverband den Landbruchschutz gemacht. Will ich gar nicht abstreiten. Ich habe ja auch vor 10 Jahren schon mit dem Bauernverband diskutiert, da hieß es nämlich genauso. Gentechnik ist gar nicht aufzuhalten. In den USA machen sie alles mit Gentechnik. In
in Australien und weiß ich wo, und wir können uns da doch nicht gegen wehren. Das war gängige Argumentation, also Künast, ne, war damals ja ein, die gesagt hat, da muss es auf der Packung draufstehen, wenn ihr Gentechnik haben wollt, dann schreiben wir es jetzt oben drauf. Was hat der Handel gesagt? Wenn es draufsteht, dann kauft es keiner mehr. Das, genau das ist ja auch der Fall. Und jetzt sagt der Bauernverband, waren wir immer schon für. Nee, er war gar nicht dafür. Er hat damals ernsthaft behauptet, bei allen Diskussionen, das halten wir nicht auf. Das ist der Fortschritt. Und der Verbraucher hat es dann aufgehalten. Und auch gesetzliche Rahmenrichtlinien haben es aufgehalten. Das ist doch ein deutliches Zeichen dafür, dass wenn ich den Menschen die Wahlmöglichkeit gebe, zu unterscheiden, dass es dann auch in eine andere Richtung geht. Da muss ich es nur wollen. Und deshalb, da komme ich nochmal, diese Schicksalsergebenheit, hätten wir damals nicht eine grüne Agrarministerin gehabt und hätte der vielleicht Sonnenleitner gehießen, der Agrarminister, dann hätten wir jetzt gegen welche. Ach, früher keine intensive Tierhaltung. Jetzt fangen sie an, überall im Hund, da um diese kleinen Orte rund um Hannover, fangen sie an, da wo der Wulf ist, da wohnt er eigentlich. Da fangen sie jetzt an, überall neue Maßstäbe zu bauen. Und da sind natürlich jetzt Leute, die sich da ein Einfamilienhaus gebaut haben, klassische CDU-Wählerschaft, ja, wird sich konfrontiert mit der Wählerschaft der CDU, die da jetzt ihnen einen Stall vor die Nase hat. Was meinen Sie, warum ausgerechnet die niedersächsische Landesregierung das zum Thema gemacht hat, Tierschutz, können wir uns das leisten, überall Ställe hinzubauen und müssen wir nicht gesetzliche Regelungen machen? Weil sozusagen da so der Kessel kocht, dass sie sehen, das geht so nicht. Ich kann da nicht die Landschaft mit einem Stall nach dem nächsten Zug leisten, mal ganz abgesehen von der Gülle-Problematik, aber das akzeptieren die Leute nicht mehr. Die Leute haben einfach im wahrsten Sinne des Wortes, es stinkt ihnen. Und das kann ich auch nicht regeln, dass ich jetzt mit dem Bürgermeister mal eben diskutiere, ob das danach geht oder nicht. Ich bin der Meinung, das unterscheiden wir uns jetzt, da den Punkt unterscheiden wir uns richtig. Ich bin der Meinung, dass alles, was in die Richtung industrielle Tierhaltung und die Grenzen müssen wir diskutieren, geht. Dass ich da ganz klar einen Riegel vorschiebe. Wer einen Stall draußen baut, und das sind ja Ställe für Hühner und Schweine, die liegen ja noch weit über dem, was hier gebaut wird. Nur nochmal die Zahl. Vechta-Kloppenburg 4,5, Großviehanheiten pro Hektar Schwalm-Eder-Kreis vor 10 Jahren 0,72, mittlerweile 0,68. Wir haben zwar ganze Schwalm-Eder-Kreis. Es gibt Kommunen, wo das mehr ist. Das ist... Oh ja. Ja, aber... Da werden wir auch keinen Konsens finden, nur da können wir aber auch nicht jetzt wieder sagen, weil meinetwegen Metze, das Wort ist ja schon ein paar Mal gefallen, weil da viel los ist, darf der in Oberaula auch nicht mehr. Also das passt doch sowas nicht.